Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer weiteren Ausgabe von The Chronicles of Myrtana Acholos. Wir machen jetzt erstmal diese schwarze Ratte platt. Und ja, wir sind hier nordwestlich vom Dorf Silbach in diesem Wald unterwegs zur Araxos Goldmine. Wir haben da jetzt keinen konkreten Auftrag jetzt oder so, aber ich möchte mich einfach mal ein bisschen durch den Wald hier kramen und einfach mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. An die Waage würde ich jetzt da hinten noch nicht so ganz gerne ran, aber an die Eber. Die Eber und die schwarzen Ratten hier im Wald, die sind eigentlich ganz dankbare Gegner mittlerweile. Die können wir ganz gut platt machen. Da fühle ich mich sicher, gegen die zu kämpfen. Wie gesagt, aber die Waage müssen jetzt noch nicht sein. Geil, Alter. Man kann offenbar noch weiter die Extraction-Fähigkeit schulen. Auch über 30% hinaus noch. Wie es ausschaut. Oh, geil. Das hat ein 3... Oh, shit. 2 Eber. Ja, 2 Eber schaffe ich nicht. Einer wäre machbar, aber nicht 2. Okay, jawohl. Immer schön zigzag laufen. Fuck, Alter. Okay, also das Ganze nochmal. Warum habe ich das getan mit der Armbrust? Warum? Ich bin ganz schön dumm. Lecker. Aber probieren wir das Ganze nochmal. Diese Mühle, meine ich, habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. So, machen wir uns nochmal hier an dieser Ratte. Ich glaube, die Armbrust, die kann ich wirklich bald irgendwie wegbringen. Also, die nützt mir wirklich nur noch als Scouting-Mittel. So, also das Ganze nochmal. Und denselben Song nochmal. Und los. Achso, warte, okay, wir machen. Ziehen uns nochmal ganz kurz hier diese 2%. Dankeschön. Wir machen es auf die klassische Lockweise. Leipzig nur Lock, lol. Niczego tu nie znajdę. Das ist nichts zu holen. Das war jetzt sehr riskant, was ich gemacht habe. Ohne zu wissen, ob hier in der Gegend noch mehr Eber sind, in der unmittelbaren Nähe. Alter Schwede. Das war super greedy, was ich jetzt gemacht habe. Aber so richtig. Danke, gib mir mal den Kessel des Fischers. Wir haben auch in der letzten Folge gelernt, durch das Essen unterschiedlicher Nahrungsmittel gab es einen 5er Bonus auf Lebensenergie, was ich natürlich sehr geil fand. Also ausgewogene Ernährung scheint es hier tatsächlich zu bringen. Was natürlich sehr cool ist. Profi-YouTuber. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. Da hinten ist eine Höhle, aber es ist ein Waage am Start. An den Wagen komme ich wahrscheinlich erstmal so auf dem direkten Wege nicht vorbei. Da drüben ist ein schwarzer Wolf, ist kein Waag. Schwarzen Wolf habe ich schon besiegt. Den könnte ich auch hier schaffen. Tja. Aber die nächste Frage ist, will ich da wirklich rein? Will ich da wirklich rein? Da haben wir ein paar Blutfliegen. Da ist dieser schwarze Wolf. 2 schwarze Wölfe sind da mindestens.
Wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Entweder greife ich die Blutfliegen an, ich greife die schwarzen Wölfe an oder ich gehe in die Höhle, die da rechts ist. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich da jetzt wirklich rein möchte. Wir machen uns erstmal, wir nehmen erstmal den einfacheren Weg, indem wir die Blutfliegen hier nehmen. Wir machen das alles Stück für Stück hier. Keine Eile. Ach ja, gut, 50 Erfahrungspunkte, also die sollte ich schaffen. Spürt meinen Rost. Wäre witzig, wenn rostige Waffen so gegen menschliche Gegner oder so einen Bonusschaden hätten. Oder ist auch noch eine Höhle, sehe ich gerade. Gucken wir uns erstmal die Höhle an, würde ich sagen. Also wäre cool, wenn, wie gesagt, so rostige Waffen gegen menschliche Gegner so Bonusschaden, Vergiftungsschaden oder so machen würden. Das fände ich irgendwie cool. Hier haben wir ein kleines Lager. Das sieht mir ja auch sehr nach einem ehemaligen Minenschacht oder sowas aus. Könnte aber auch eine ganz stinknormale Höhle sein, wo ein Monster drin wohnt, was mich jetzt einfach one-hittet. Das kann natürlich auch sein. Also Acholos ist sehr gefährlich, habe ich in den letzten Folgen und den ersten Folgen gelernt. Also hier lauert wirklich der Tod hinter jeder Ecke. Es wird nie geöffnet werden. Da ist ein Bild. Und ein Bett sehe ich da und ein Tisch, Fässer, ein Stuhl. Und Kisten. Sieht aus wie ein Lager, ein Versteck oder sowas. Tja, warte mal, ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das wahrscheinlich nie auf, aber... Vielleicht ja. Nee, das kriege ich nicht auf. Das finde ich sehr, sehr schade. Also hier brauche ich wohl einen richtigen Schlüssel dafür. Aber gut, wieder was gelernt. So, den Wiesenknöterich nehmen wir mit. Folgen wir einfach mal dem Weg weiter Richtung Mine. Wir können auf jeden Fall in die Mine rein für einen kleinen Geldbetrag. Ob ich das allerdings will, glaube ich eher weniger. Eigentlich möchte ich das nicht, um ehrlich zu sein. Ja, moin. Wieso kriege ich dich nicht in Fokus? Der Scheißbaum. Okay, 150, ey. Ja, die Wölfe sind aber auch nicht ohne, muss man sagen. Ich lasse den dort hinten erstmal leben. Wir haben uns den Weg hier freigekämpft. Wir sind hier erstmal relativ sicher. Oh. Auf der linken Seite habe ich einen Wolf gehört. Oh, okay, Flucht nach vorne. Das sind drei schwarze Wölfe. Da hinten ist ein Bär. Okay, 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 okay. Well, well, well. Ist das komplett? Okay, die haben mich jetzt nicht verfolgt. Okay, ich nutze kurz die Gunst der Stunde und heile mich. So gut wie möglich. Also die Musik macht's wirklich spannender. Also, ich fühle mich auch ehrlich gesagt ein bisschen unbehaglich in diesem Waldstück. Die Atmosphäre wird sehr, sehr gut eingefangen. Weißt du, bist in einem Moment bist du in so einem sicheren Dorf und 50 Meter weiter bist du auf einmal in so einem Todeswald. Okay, hier sind safe mindestens zwei Goblins. Okay, aber wir haben offenbar den gefährlichen Teil des Waldes jetzt hinter uns. Die Musik ist gewechselt. Hier steht auch Aufmerksamkeit, Achtung. Normaler Wolf. Ah, okay, normale Wölfe. So. Okay, das sieht hier alles deutlich entspannter jetzt aus. Oh ja, Snapper. Natürlich. Total entspannt, sage ich dazu nur. Also ich mag das Worldbuilding, also das Level-Design ist super geil gemacht. Das gefällt mir richtig gut, das ist super kreativ, die Welt ist super verschachtelt, verwinkelt, also die Insel gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Ich glaube, die Fleischschwanzen sollen ein expliziter Hinweis darauf sein, dass man auch kostenlos die Mine betreten kann, indem man einfach sich in eine Fleischschwanze verwandelt und reingeht.
Ja, wie geht's dir? Hi, wie geht's dir? Co słychać? Jestem pewien, że masz lepsze rzeczy do roboty niż nagabywanie mnie. Okay. Ach, hier darf ich echt einfach so rein? Aber war in dem Brief nicht von einem Eintrittsgeld die Rede? Kann ich hier hochklettern? Nee, kann man nicht. Leitern darf man hier offenbar nicht verwenden, schade. Ach, ist wahrscheinlich hier nur so eine Außenposten. Also wenn ich rein will, muss ich wahrscheinlich an dem Typen da links vorbei. Ah, hier ist noch ein Eingang separater. Ey, ohne Witz, also das Worldbuilding ist super geil gemacht. Jo, hier haben wir auch so einen Araxos-Läufer, also wieder so ein Schnellreise-Dude. Super cool. Jetzt fängt es leider an zu regnen. Okay, gehen wir erstmal in die Mine rein. Aber ich frage mich, wie hoch das Eintrittsgeld sein wird. Wenn das jetzt so 10 Goldstücke sind, scheiß drauf, dann gehe ich rein, aber... Stoi! Dalej nie przejdziesz. Wstęp do kopalni złota mają jedynie jej pracownicy oraz wyznaczeni do tego członkowie gildii kupieckiej. Ah, okay, also ich kann doch nicht einfach so rein für einen Geldbetrag. Jak mogę zostać pracownikiem kopalni? To bardzo proste. Wystarczy, że pokażesz nam swoje umiejętności i podpiszesz kontrakt. Okay, ich muss einen Vertrag unterschreiben. Wie kann ich meine Fähigkeiten unter Beweis stellen? Jak mogę dowieść swoich umiejętności? Kawałek dalej jest mała jaskinia. Znajdziesz tam kilku odpoczywających górników i naszych strażników. Zagadaj Fyna. Oceni, czy się nadajesz. Jeśli przypadniesz mu do gustu, to podpiszę z tobą kontrakt. Ah, also da ist so ein Typ namens Finn und der wird mich prüfen und wenn er mich mag, gibt er mir einen Vertrag. Was steht im Vertrag? Co znajduje się w kontrakcie? Przede wszystkim podpisujesz umowę dotyczącą podziału wydobytego w kopalni złota. Górnicy nie mają jasno określonych godzin pracy ani wymagań dotyczących urobku. Tyle ile wydobędą, tyle zarobią. Oczywiście z pominięciem udziału dla gildii, ale wysokość tej opłaty ustalisz już z Finem. Ist eigentlich ein geiles Prinzip, ne? Also, die sagen jetzt nicht irgendwie, dass man feste Arbeitszeiten oder sowas unterschreibt, sondern man unterschreibt lediglich nur eine Gebühr. Dass man kann so viel schürfen, wie man will, aber ein Teil bleibt bei der Gilde und den anderen Teil kann man einfach behalten. Das ist Kapitalismus at its best. Das ist... Ja, 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 ich will nicht weiter, keine Sorge. Okay. Also, eine Quest gab es jetzt dadurch nicht. Ich weiß nicht, warum er sich so aufregt. Geil. Also sehr, sehr cool gemacht. Okay, wir gehen jetzt einfach mal den Weg weiter runter. Wenn ich jetzt mal auf die Map gucke, wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin jetzt hier bei der 5. Bei der Araxos Goldmine. Ich könnte die Weggabelung nach rechts durch den Wald gehen, dann würde ich irgendwann zur Stadt kommen. Oder ich gehe weiter nach Norden. Bei der 1 bin ich irgendwann beim Sailor's Retreat. Wenn ich nach links gehe, irgendwann komme ich zur 3, zu Bermas Farm. Die 2 sind die Vardal-Ruins. Da will ich unbedingt gerne hin. Das würde ich mir so gerne angucken. Das klingt für mich nach geilem Exploring von Ruinen und so. Da habe ich so Bock drauf, wirklich. Aber ich fürchte, da werde ich nicht lange überleben. Das wird, ja, wird wahrscheinlich nicht so geil. Ehrlich gesagt, ich würde ehrlich gesagt lieber zu den Köhlern zurückgehen, also nach Südosten Richtung 11. Und würde mich ganz gerne eher nochmal an den Snappern da probieren. Aber da komme ich wahrscheinlich nicht direkt hin. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Dude hier zu den Köhlern direkt komme. Bring mich zu... Zabierz mnie do... Zur königlichen Mine, das Silber, Weinberg, Ritas... Ach, doch, Holzkohlebrennerlager, geil, da komme ich direkt hin, das ist ja super. Okay, na, in dem Fall gucke ich mich hier noch ein bisschen um. In dem Fall gucke ich mich hier noch ein bisschen um und vielleicht sollte ich mich mal an den Snappern da oben probieren, weil bei den Köhlern gibt es ja noch diese Snapperhöhle, die ich platt machen soll. Schauen wir mal, ob ich mich mit so einem Snapper messen kann. Wobei ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass das schon möglich ist. Ich meine, wir haben zwar 10 Lernpunkte noch, die könnte ich in Stärke oder so investieren. Sollte ich vielleicht sogar tun, bevor ich quasi diesen Auftrag dann dort ausführe. Wir haben zwar jetzt eine bessere Rüstung, wir haben über 200 Lebensenergie, das ist schon ganz gut, denke ich, aber vielleicht reicht das für einen Snapper einfach noch nicht. Vielleicht ist es einfach noch nicht gut genug. So, ich versuche da mal einen Snapper irgendwie rauszulocken und den mal irgendwie...
in die Mangel zu nehmen. Ich meine, es gibt ja die Kampfpattern der Snapper, dass man immer zurückweicht und dann schlägt, aber mit einer Zweihandwaffe geht's nicht so gut wie mit einer Einhandwaffe. Die Einhandwaffe ist deutlich schneller. Problem ist nur, ich bin halt kein Einhandkämpfer, das ist das Hauptproblem. Okay, dann komm mal her. Ah, das ist scheiße, das funktioniert einfach nicht. Nee, der macht mir immer noch zu viel Damage. Ja, wobei, es geht. Ist jetzt nicht so, dass ich dem gar keinen Schaden mache. Ah, aber der ist so schnell. Oh, Gottes Willen. Also das ist... Boah, das ist echt tricky. Es ist wirklich tricky. Einfach ist es nicht. Da gehört ein bisschen Glück dazu, dass ich irgendwie nicht an irgendeinen Gegenstand laufe und dann irgendwie da festhänge. Ich muss auch irgendwie zusehen, dass ich immer hinter mir frei habe. Sobald ich mich das Timing irgendwie verklicke und der nicht zusteckt, wenn ich es gerade will, dann habe ich richtig schlechte Karten. Also ich werde die 10 Lernpunkte nochmal in Stärke investieren, auf jeden Fall. Weil ich mache ihm schon Schaden, aber je mehr, desto besser. Je mehr, desto besser. Boah, ich verbrauche nach Kampf mit einem Snapper fast alle meine Vorräte, das ist schlecht. Ich überlege jetzt sogar, ob ich das Fleisch, werde ich in Silbach nochmal abgeben, so das Wolfsfleisch und so, und das restliche Fleisch, was ich da noch über habe, da werde ich versuchen irgendwie, das werde ich nochmal braten. Ah, da unten ist nochmal der andere, nee, warte mal. Nee, von da komme ich gerade, da war ich gerade. So, ich weiß jetzt nicht, ist da noch ein Snapper vielleicht? Es wäre eher so semi, wenn ich da jetzt in zwei Snapper reinlaufe. Hole ich mir erstmal das Holz hier an diesem Baum. Ich mag die Gegend hier oben. So, ich sehe da erstmal nur noch einen weiteren. Es sind keine zwei, es ist wirklich nur noch einer offenbar. Ja, es ist einer. Okay, hier hinten scheint alles soweit clear zu sein. Okay, dann komm mal her. Alter, was? Nein, ach Mann. Boah, das ist so nervig. Wirklich, das ist ultra nervig. Und ich glaube, ich habe nach dem ersten Snapper nicht gespeichert, oder? Boah, ich habe safe nicht gespeichert. Bitte sag mir, dass ich gespeichert habe. Ja, okay, ich habe gespeichert. Ach, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay, sehr gut. Ey, es ist wirklich so, wenn du einmal das Timing verkackst. Okay, also ich kann mir vielleicht einen Fehler, kann ich mir erlauben. Aber ein zweiter Fehler, es wird nicht verziehen. Es war so unglücklich jetzt auch mit der Entfernung. Ich habe ihn nicht erreicht, aber er mich direkt. Das ist halt wirklich, wirklich bitter jetzt gewesen. Wow, ich habe hier nichts abgefarmt, jetzt dein Ernst. Shit, ey, das ist wirklich bockschwer, gegen einen Snapper zu kämpfen. Das ist ultra hart noch. Mit ein bisschen Glück kann ich es gewinnen, aber es ist halt wirklich ein bisschen glückbasiert. Wenn ich den gegen eine Wand drücken könnte, das wäre eigentlich auch gut. Ich meine, das könnte funktionieren. Die Snapper, die können ja nicht seitlich ausweichen. Die kämpfen ja nur straight von vorne nach hinten. Das heißt, wenn ich den zu mir locken kann und dann gegen die Wand drücken kann, das wäre natürlich ein geiler Vorteil. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Okay, sehr nice. Das ist natürlich ein valider Weg. Das ist ein sehr valider Weg. Auf diese Art und Weise... Jetzt speichern, Alter. Ein sehr valider Weg, Snapper platt zu machen.
Aber trotzdem muss ich die einzelnen kriegen. Zu zweit habe ich keine Chance. Also wenn die zu zweit sind, habe ich keine Chance. Ein Weidenröschen. Wir haben ja auch eine sehr ausgeprägte Fauna und Flora. Vor allem die Flora ist sehr vielfältig. In dieser Mod habe ich das Gefühl, was ich gut finde. Hier meine eingestürzte Höhle. Schade, hätte gerne gewusst, was dahinter ist. So, haben wir hier noch irgendwas? Haben die irgendwas bewacht hier vielleicht? Ja, eine Brennnessel. Oder eine Feuernessel, besser gesagt. Okay, gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir lassen uns jetzt mal von dem Transport-Dude nach Silbach bringen. Dort gebe ich erstmal Fleisch ab und brate den Rest und lass mir nochmal 5 Stärkepunkte beibringen. Und wenn wir das dann erledigt haben, dann gehe ich nochmal zu den Köhlern. Andererseits... Alter, was geht in diesem Tal ab, ey? Andererseits müsste ich dann den ganzen Weg laufen. Aber gut, das ist ja nicht schlimm. Es ist ja nicht weit weg. Araxos-Läufer. Hey. Warum ist keiner von diesen Araxos-Leuten eigentlich im Dorf? Das finde ich ein bisschen doof. Zabierst mnie do... Ja komm, bring mich nach Silbach. Oder bring mich zum Holzbrennerlager. Wisst ihr, wir können ja Folgendes machen. Wir können ja erstmal schon zu den Köhlern gehen und das mal probieren, wenn wir es nicht schaffen sollten. Und wenn ich der Meinung bin, okay, vielleicht kann ich mit 5 Stärken mehr ein bisschen mehr ausrichten, dann können wir immer noch von dort aus nach Silbach nochmal zurückgehen. Das geht immer noch. Also machen wir das jetzt erstmal so. Wir lassen uns jetzt erstmal zu den Köhlern bringen. Obozu węglarzy. Oczywiście. So, wir probieren das jetzt mal direkt von hier aus. Und wenn es immer noch nicht gut klappt, dann können wir immer noch erstmal nach Silbach uns bringen lassen und das von dort aus nochmal testen. So. Wir testen das einfach jetzt. Wir testen es einfach aus. Hier haben wir erstmal ein paar Wölfe, die sind erstmal soweit kein Problem. Alter. Crit ist aktuell jetzt nicht so am Start. So, da hinten sind die Snapper schon. Das sind die besagten Quest-Snapper mit der Höhle. Ich habe zuerst in einer anderen Richtung gesucht. Was nicht so korrekt war. Und da drüben sind auch noch Snapper. Die könnte ich mir auch nochmal bei Gelegenheit vornehmen. Wenn ich die jetzt schaffen sollte, dann würde ich mich an denen da drüben auch nochmal probieren. Aber hat jetzt erstmal alles keine Eile. Das wird jetzt schon so oder so bockschwer werden. Und ich werde auch wahrscheinlich meine Fresse halten, um mich besser konzentrieren zu können. Weil es ist super anstrengend, so voll höchst konzentriert, da so einen Kampfversuch zu unternehmen. Flussmörte. Da oben ist ein Rad. Cool. Das kann ich offenbar mitnehmen. Oder damit in irgendeiner Art und Weise interagieren. So. Wie locke ich euch da jetzt einzeln raus? Stück für Stück. Das Problem ist, ich habe hier keinerlei Felsenkombinationen, wo ich die irgendwie gegendrücken könnte. Das heißt, hier wird das mit dem... Ich werde die hier einzeln nach hinten, also mit dem Zurückweichen nutzen müssen. Hier ist der Fels, aber der ist ein bisschen weit weg. Ich kann hier erstmal ein Stück weit weglocken, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die direkt auf mich zugestürmt kommen. Kommt schon. So, komm mal mit. Werter Kollege. Ich lock dich jetzt mal hier hin. Andererseits, ich kann dich hier aber auch nicht gegen irgendwas drücken, ne? Ich müsste dich gegen diese Felswand hier drücken, dann würde es gehen. Timing, ist alles eine Frage vom Timing. Nee, werde ich nicht schaffen. Jetzt hat er mich gegen die Wand gedrückt. Oh ja. Nein! Oh Mann. Oh Gott, Alter, das wird jetzt ewig dauern, Leute. Und ich werde mit safe 100.000 Tode sterben. Oh Mann.
Wenigstens haben wir schöne Wallpaper, die wir uns in der Zwischenzeit angucken können. Sieht ein bisschen aus wie Novigrad. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon, dass ich das schon mal gesagt habe irgendwann mal. Auf die Stadt bin ich auch echt gespannt. Da wurden mir auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass der irgendwie seit 20 Stunden in der Stadt rumhängt und dass es da super viel zu tun gibt und so. Ich könnte die aber auch zu den Köhlern locken, die Snapper, ne? Ich könnte die auch genauso gut zu den Köhlern locken. Aber andererseits riskiere ich dann natürlich, dass ich die Erfahrungspunkte nicht bekomme. Aber es wäre der sicherere Weg. Es wäre wirklich der sichere Weg. Wenn ich die zu den Köhlern locke, dann ist das auf jeden Fall sicherer. Jo, machen die. Jedna bestia mniej. Okay, ja, es ist halt. Ja, es ist halt. Ja. Es ist halt ein Für und Wider, die dort wegzulocken einfach und auf diese Art und Weise die Quest zu erledigen. Das geht auch, es ist auch ein Weg, aber andererseits fühle ich mich da natürlich nicht so gut, weil ich dann die Lernpunkte vielleicht oder die Erfahrungspunkte natürlich ein bisschen einbüße. Na, das muss man halt auch bedenken. So richtig zufrieden wäre ich damit wahrscheinlich nicht, aber es ist ein besserer Weg, als jetzt tausendmal zu verrecken. Doch, nee. Okay, ich speichere jetzt nochmal. So, ich probiere den jetzt im Kampf. Yo, genau, da kommt direkt der zweite. Fuck you. Jetzt habe ich keine andere Wahl, jetzt muss ich die zu den Köhlern locken. Odłóż broni. Das war ein Fehler. Nein! Nein! Oh Mann. Es ist egal, wie ich's mache, ich mach's eh falsch. Das ist so belastend. Ich muss sie erstmal weiter weglocken. Ich darf den nicht zu früh angreifen. Ich muss sie erstmal irgendwie in die Mitte locken. Ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Naja. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Nee, doch nicht. Oh, Gott sei Dank. So, jetzt locke ich dich mal bis hierhin und versuche dich nochmal zu fighten. So, nach hinten habe ich Rückzugsmöglichkeit. Speichern. Also ich habe gemerkt, mit Schlägen von oben funktioniert es besser. Da ist die Trefferwahrscheinlichkeit irgendwie höher, weil ich habe jetzt zumindest gemerkt, vielleicht ist euch das auch aufgefallen, ich habe jetzt ganz stark gemerkt, dass so Seitschläge manchmal nicht sitzen. Oder als ob der Schlag von oben eine höhere Reichweite hätte. So hat sich das jetzt angefühlt. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich das nochmal probieren jetzt. Also zurückweichen und Schlag von oben scheint besser zu funktionieren. Als zurückweichen und Schlag von der Seite. Ich probiere das doch mal. Das hat jetzt sogar eigentlich ganz okay geklappt. Jo, das klappt besser. Klappt irgendwie viel besser. Die Trefferquote ist damit viel höher. Und ich kann schneller zurückweichen. Also das hat jetzt so viel besser geklappt. Okay, das muss ich mir jetzt für die Zukunft merken. Das waren jetzt diese 180 Erfahrungspunkte, die ich bei den Köhlern gelassen habe. Jetzt, die habe ich jetzt als Lehrgeld bezahlt quasi dafür, diese Erkenntnis, die ich jetzt gesammelt habe. Oh, das ist ein Goldring. Geil, den kann ich bestimmt teuer verkaufen. Und Wasser.
Okay, aber ich würde sagen, in diese Höhle begeben wir uns in der nächsten Folge. Schauen wir mal, was uns so drin erwartet. Ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich und habt genauso viel Angst wie ich. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.